Willkommen auf meinem Kanal. Heute möchte ich euch heute hier diesen International IH 4166 4WD, also Allrad hier vorstellen. Kostet hier 29.900 Euro und Leasing 1524. 29 km/h ist hier die Höchstgeschwindigkeit für das gute Stück und ein Tankvolumen von 379 Liter und hat eine Leistung hier von 150 PS, entsprechend hier 110 kW. Ja, du kannst hier zwischen verschiedenen Reifenhersteller wählen. Jetzt zum Beispiel haben wir Litzrad drin. Man kann es aber hier auch nichts ändern an die Varianten. Dann haben wir hier Michelin-Bereifung und dann hier Trenneborg. Dann haben wir hier Design, haben wir hier einen Überrollbügel mit hier Blinker oder Rundumleuchten, weiß jetzt nicht, was er sein soll. Das werden wir uns dann auch gleich dann näher anschauen. Wir werden den einmal hier so kaufen und mit Michelin-Bereifung für dich. So, und ohne diesen Bügel mal kaufen. So. Ja, ich bin jetzt auch ganz schön gespannt hier drauf, wie er jetzt ausschaut und was alles da funktioniert. Er soll ja auch die Türen öffnen können. Na, sehen wir hier die Tür schon mal aufgegangen beim Ein- und Aussteigen. Das also ist schon mal so her animiert. Dann starten wir mal das gute Stück. Er läuft gleich flüssig, also ohne. Also schnell da. Es scheint nicht lange gestanden zu sein. Wir mal sehen, hat er hier Vierradlenkung. So ist das gemeint. Aha. Also. Da sehen wir hier, da geht hier der Abstand ein bisschen so auf. Ja. Da sehen wir hier ein bisschen durch. Cooler Sound. 29 km/h machen wir. Quietschhupe, Hammer. Das ist ein reiner Schlepper, wie wir sehen. Schauen wir mal gleich mal hier so her. Also die Achse scheint hier schon mal hier, wie wir sehen, ein Spiel zu haben. Ein bisschen, was es halt von der Bauart her zulässt halt, wie wir ja sehen. So, gehen wir gleich mal in die Innensicht rein. Huch, vor lauter Schauen. Habe ich Beine irgendwo dagegen gefahren. Also Spiegel funktionieren mal. Sehen wir sogar hier auch die Blinker auf dem Kotflügel. Oder Schmutzfänger, wie wir sagen. Sind wir mal gespannt. Schalten wir mal kurz aus. Nein, hier drin ist leider nichts animiert. Aber fahren wir jetzt mal mit Dur und testen auch gleich mal hier den Attacher, wenn wir schon mal so weit sind. Also geht schon mal so her, legt sich einfach hier oben drauf. So wurde das hier gelöst. Also Anschlüsse, ja, wie man sehen hatte. So. Schauen wir mal. Ah, das ist der Blinker da oben. Ah, so ist das gehandhabt. Das heißt, sonst hat da vorne keine Blinker beim anderen. Aber schauen wir mal, ob es beim anderen auch blinkt. Dann machen wir gleich hier das normale Licht hier. Hinten leuchtet schon mal nichts, nur vorne. So. Also, Attacher von der Zapfwelle leider nicht funktioniert. Oder? Ist da unten die Zapfwelle? Ah, ne, da unten ist die Zapfwelle. Doch, dann funktioniert's. Dann war das von mir falsch vermutet, weil ich das nicht richtig gesehen habe auf den ersten Blick. Aber mal schauen, ob der mal hier irgendwie. Nein, man kann da nichts machen, außer jetzt so mit der Maus kannst du jetzt hier die linke und die rechte Tür aufmachen, mit der linken Maus die rechte Tür. So her. Mehr jetzt wohl nicht. Schade irgendwie. Dann schauen wir gleich hier vorne noch unseren. Aber cool, muss ich wirklich sagen, also dass es mal gemacht ist, dass da gar
von den Reifen her erschatten kommt. Das habe ich noch nie gesehen, muss ich wirklich sagen. Also, ich habe schon einige Mods gesehen, aber das nicht. Also, wie man sieht, hier leider hier der Thatcher. Weiß ich nicht, wo der sein soll. Hängt einfach irgendwie hier in der Luft, wie man sehen. Das ist auch so schade. Aber ich finde das mit den Lichtern, finde ich geil, muss ich wirklich sagen. Also, so, jetzt mal, ich schalte mal das Licht wieder aus. Mal so. Dann hier, das ist mit Numbit 5. Und hier hinten. Das hier ist ein Numbit 6. Numbit 6, Numbit 5. Und dann hier natürlich alle mit F geschalten und natürlich die Blinker, wie wir sehen. Sieht aus wie ein Weihnachtsbaum auf vier Räder. Und wenn man so schaut hier vorne, ja, das kommt echt cool mit die Reifen. So. Wie das hier vorne her so. Das ist echt gut gemacht, muss ich wirklich sagen. Das gefällt mir. Jetzt wieder normal hier. Das ist echt hammermäßig, muss ich sagen. Das Reifen mit den Schatten so her. Das, also das ist wirklich super gemacht, muss ich wirklich sagen. Erste Sahne. Schauen wir uns jetzt auch gleich noch so her. Dass wir mit international haben wir hier so stehen Turbo. Texturmäßig kommt der auch ganz gut rüber, muss ich wirklich sagen. Nur das hier mit den Attacher, das gefällt mir nicht. Innen drin halt, das nicht animiert halt ist. Jetzt starten wir hier mal das gute Stück. So, dann sehen wir hier hinten hat er nur da die Blinker auf dem Schmutzfänger. Also da ist nichts, was sonst also so ja ist. Weil viele Modelle haben da ja irgendwie welche Probleme damit. Also, das ist, also ich muss das wirklich sagen, das ist wirklich so irgendwie so ein Highlight. Das mit den Schatten auf die Reifen draus, so her, ja, das, weil das sehe ich zum, wirklich zum ersten Mal. So, Numbit 6, wie gesagt, Numbit 5. Und dann jetzt hier nochmal das alles mit F geschalten. Sonst würde ich sagen, es ist ja wirklich ein toller Mod. Das einzige halt mit diesen Attachers. Das muss ich wirklich sagen. Was ich wirklich schade finde, man hätte noch was dran machen können. Aber vielleicht kommt es ja noch in den nächsten Update. Hoffen wir es mal. Ja, wenn dir hier das Video natürlich gefallen hat, dann schau es natürlich wieder rein. Würde mich natürlich freuen. Hiermit sage ich Servus, grüß euch, euer Franz.